Die EM ist natürlich ein Riesengeschäft, nicht nur für die großen TV-Anstalten, sondern für alle, die damit in Verbindung stehen. Und gerade die Fanartikel sind natürlich bei den Fans äußerst beliebt. Was ist denn da so los bei euch? Wie lange dauern die Vorbereitungen, um hier auch genug auf Lager zu haben? Naja, wir sind ja jetzt nicht jetzt aktuell Letzter bei den Vorbereitungen. Wir müssen einfach ein halbes Jahr schon vordenken. Das meine ich ja. Ein halbes Jahr vordenken jetzt da. Und dann muss natürlich jetzt da auf den Märkten sortiert werden, welches Produkt also ein Hype-Produkt ist. Sprich, was wird gängig sein? Und das ist zum Beispiel eine absolute tolle Sache ist jetzt da. Also das ist jetzt im Prinzip, ob das jetzt in Österreich, in Deutschland ist, das ist der Irokese in den Landesfarben. Das sieht man eh da schön. Also das hat es früher eigentlich nicht gegeben, weil früher hat es eigentlich nur gegeben, die klassischen Hüte hat es da gegeben. Und jetzt haben wir den Irokese und das ist eigentlich bei uns derzeit also der Verkaufsschlager ist es. Die Firma ist jetzt eigentlich voll ausgelastet, also alle arbeiten jetzt, die ganzen Kartonagen und wir beliefern ja eigentlich den Großhandel, sprich Sportgeschäfte, Supermärkte, Einzelhandel, also alles, was es eigentlich gibt jetzt und für uns ist es ein Riesenran jetzt und wir hoffen natürlich, dass Österreich so lange wie möglich im Spiel geschehen ist. Also. Mhm. Ja, ich versuche jetzt einmal da einen Schal zu bergen, den du schön drapiert hast. Damit kann ich gleich mal meinen Schuh bedecken vor der Klimaanlage. Ja, Schal, wie gesagt, ist immer ein Klassiker. Jetzt, also, hoffentlich brauchen wir nicht bei dieser DM, würde ich mal sagen, oder? Also wettermäßig schaut es jetzt gut aus. Wettermäßig schaut es gut aus. Also was man jetzt sieht, besonders halt beim heutigen Match, also sieht man ja eine Hitzeperiode, was da runterkommt. Mhm. Also werden eher die Getränke so stärker sein jetzt auf die Public-U-Plätze, aber wenn man sich jetzt das anschaut, also es gibt eine Statistik, also auch von der Wirtschaftskammer, jeder Österreicher gibt zu der Europameisterschaft 42 Euro aus. Das heißt jetzt nicht nur Fanartikel, Knapperzeug, Getränke, Fanartikel 42 Euro. Und das ist eigentlich ein beträchtlicher Betrag. Also das ist allerhand. Ja. Diese Fanartikel werden jetzt nur hier in Österreich vertrieben oder auch in Deutschland? Nein, wir verkaufen die Fanartikel, also die Firma Agerwal. Also wir sind ja der Großhandel. Agerwal ist mein Schwiegervater. Wir verkaufen das eigentlich in ganz Europa, natürlich nach den Landesfarben jetzt. Also ist es egal was. Bei uns natürlich, wir haben ein Glück. Also wir haben eine türkische Community, serbische Community, kroatische Community. Also die sind natürlich auch sehr fußballaffin. Also wir haben im Prinzip in Österreich vierfach verkauft haben wir eigentlich, aber natürlich Österreich steht ganz vorne. Mhm. Ja, also das macht es natürlich dann noch lukrativer, dieses Geschäft. Wie sind Sie eigentlich zu diesem Thema gekommen? Nein, ich bin überhaupt nicht zu dem Thema gekommen. Mein Schwiegervater macht das jetzt da mittlerweile schon seit 35, 40 Jahren mit seiner gesamten Familie. Das ist in der dritten Generation schon. Gibt es den Oliver, das ist der Schwiegersohn, also der Neffe ist das. Also, und die ganze Familie befasst sich, einschließlich mir und meiner Frau. Der ganze Familienapparat. Ein Familienunternehmen. Ein großes Familienunternehmen. Wir sind stolz drauf. Die Firma gibt es jetzt 40 Jahre in Wien, in der Bindergasse im 9. Bezirk. Und die ganze Familie ist eigentlich fußballaffin. Also wir drücken täglich die Daumen, dass Österreich weiterkommt. Also schauen wir mal. Das sind ja dann auch schöne Zeiten auch für die Familie. Es gab ja Zeiten, wo Österreich belächelt wurde, wo man es nicht einmal in die Qualifikation geschafft hat. Das hat sich ja jetzt grundlegend geändert. Was haben denn Sie und auch Ihre Familie für Erwartungen, wie weit Österreich hier kommt? Naja, für heute ist einmal ganz klar. Ich meine, dass wir die Franzosen, also dass wir 3:0 gewinnen und die Familie hat natürlich also Österreich jetzt zumindest einmal im Viertelfinale. Also das wäre fantastisch. Also das würde uns freuen, also auch nicht, natürlich auch für den Umsatz, was da ist, weil der Umsatz geht ja natürlich weiter dann mit den Fanartikel, umso weiter wir kommen. Aber im Viertelfinale, also das ist eigentlich schon fix abgehackt bei uns. Ja, also sehr optimistisch. Na, natürlich, und auch heute. Also deswegen habe ich gar keine Franzosenfahnen mitgenommen. Hätten wir natürlich auch für die paar Franzosen, die was in Wien sind, können gerne auch Fahnen kaufen, aber eigentlich, sie werden morgen die Fahne nicht mehr tragen, die Franzosen. Oh, also das ist eine gute Ansage. Generell auch, weil wo wird eigentlich produziert? Also wie macht ihr das Ganze? Weil das sind wer designt hier die Artikel? Wir haben gewisse Ideen, was wir dann verwirklichen lassen. Und im Prinzip 100% dieser Artikel, nicht nur dieser Artikel, ob das jetzt ein Leiberl ist, ob das jetzt irgendwas anderes ist, eine Jeanshose oder sowas, wird natürlich zu 99% in China wird das produziert. Also wer was anders sagt, der sagt nicht die Wahrheit dazu.
Aber es geht jetzt eigentlich nicht nur bei diesen Fanartikeln. Unsere Fanartikel beleben natürlich jetzt auch die Gastronomie, die profitiert davon. Das ist auch ganz wichtig. Man kann jetzt überall reingehen, in jedes Lokal, wo es einen Fernsehapparat gibt. Und man sieht unsere Hüte, man sieht unsere Fahnen, man sieht die Perücken. Im Prinzip ist es für alle eine Win-Win-Situation. Die Wirtschaft in Wien im Prinzip wird aufleben jetzt, also die nächsten 4 Wochen. Ja, auf jeden Fall. Also natürlich diese Umwegrentabilität auch einer. Natürlich. Und dann haben wir dann auch wieder die WM. Also das kommt eigentlich hier relativ oft. Das bringt natürlich hier viel Geld in die Kassen. Ja, dann danke ich Ihnen vielmals fürs Kommen, Herr Schwingenschort. Ich danke auch. Und vielleicht nochmal die Info, wo bekommt man diese Fanartikel? Ja, bei der Firma Agerwall, also im 9. Bezirk. Also wir haben die beste Beratung und wir haben auch den besten Preis. Bitte nur zu uns kommen und das Geldbörsel mitnehmen. Aber habt ihr auch Stände vor den Stadien oder? Nein, das macht der ÖFB, macht das. Also ja. Wir dürfen auch keine Leiberl oder Trikots verkaufen. Das ist lizenziert vom ÖFB. Also wir haben klassische Fanprodukte wie Hüte, Hauben, Schals und die Trikots. Also das ist alles ÖFB-Sache. Also das haben wir nicht. Also auch hier bei den Public Viewing Plätzen in Wien? Ja, also die Original-Leiberl, also sind lizenzierte Sachen, sind das. Also ihr verkauft dort nicht? Nein, das verkaufen wir nicht und greifen wir auch nicht an. Also wir haben eher diese Fun-Kollektion haben wir da.